Biss, Biss! Oh, ey! Nein, das ist die Mutti! Dazu! Ey, mit der Jackson, Alter! Was hast du dazu? Ein ekliges Ding! Jackson, was sagst du denn? Jesus, Marie! Mach mal den Schwanz so. 1,24 Meter. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei den Angelgypsies. Wie ihr seht, nach sehr, sehr langer Zeit sind wir mal wirklich wieder am Start. Wir haben mal wieder Zeit gefunden. Lange ist es wirklich her, denn wie ihr wisst, Jackson war in Schweden und ich hatte jetzt letzte Zeit auch nicht so viel Zeit. Deswegen bin ich dann öfters mit Charlie und so gefahren. Ja, was haben wir heute vor? Das gab es auf unserem YouTube-Kanal noch nicht, denn wir angeln beide zusammen an einem Wochenende auf Taufen, Jungs und Mädels. Genau, wir sitzen an einer Kiesgrube. Den Platz müsstet ihr schon kennen, hier war ich mit Charlie schon und hier waren wir auch schon auf Aal. Und wir waren auch schon eine Nacht, also eine Nacht ist schon rum. Wir haben gestern nicht mehr so viel gefilmt, weil ich erst gestern spät von Arbeit gekommen bin. Und ja, deswegen haben wir gesagt, wir filmen morgen früh. Ja. Aber was die erste Nacht schon geschah, das seht ihr am besten jetzt, weil es ist nämlich schon ordentlich was passiert. Viel Spaß und scheiß nicht ins Nest und schaut es euch einfach an. Sind schon ein paar richtig schöne Fische gekommen, auf jeden Fall. Genau, drückt uns die Daumen, dass es noch weiter so läuft. Wir sehen uns, würde ich sagen. Oder? Ja, freu dich. Ach komm, hier auf, Alter, Spaghetti. Was ist denn jetzt schon wieder? Rampazampa. Ey, Jackie, dickes Petri. Ja, wunderschöne Schleie. Ich bin gerade eben gekommen, ich tackle auf, es wird gleich dunkel und Jackie hat schon ihn abgenetzt. Geil. Das ist doch mal ein schöner Beifang, oder? Richtig geil, Jackie. Wir dachten kurz eine Brasse. Man hat schon gemerkt, ein Karpfen kann es nicht sein. Aber guckt euch die wunderschöne Schleier an. Ey, die ist wirklich so richtig wunderschön. Und übelst orangen Ohren, guck mal. Ey, wie gemahlen sieht sie aus. Geiles Ding. Dickes Petri-Partner. Geil. Ey, gerade ist die Route abgeschnattert wie Sau. Der Onkel Gypsy war natürlich schneller wie hingebin. Ey, ja, stimmt. Jungs, ey, ich weiß doch nicht, was ich abhielt. Oh, und jetzt schnattert er los hier. Gerade eben vorne die Ruten reingeschnickt. Verrückt. Der angelt eine Stunde und fängt schon mit der kleinen Dicken. Ja, heißt ein Dicken. Ja. Auf jeden Fall schon mal ein Fisch, weil der Luftdruck, der ist übelst gestiegen, Jackie, oder? Ja, der steigt jetzt extrem. Von 1000 ungefähr auf 1030, ich weiß nicht, und da haben wir immer getüffelt gerade, weil wir haben gerade schön gesessen, haben schön philosophiert. Und ja, fressen die Karpfen da, fressen die Karpfen nicht, aber hier, nach deiner Schleier. Genau, nach der Schleier jetzt ging es ratzfatz bei Gypsy auf dem Spot, schnattert direkt. Einfach mal einen Karpfen ab. Genau. Geile Scheiße, ey. Petri, Mann. Wir haben zwar noch nicht raus, aber ich sag schon mal Petri. Ey, danke. Das ist jetzt wieder abgeschnattert. Was? Geil. Hast du das gesehen, Jackie? Krank. Beim nächsten Mal wartest du. Die Leute wollen auch mal sehen, wie er abschnattert. Ja, mach mal dann. Guckt euch den Typen an, Alter. Das sind meine Glücksbringer, deswegen läuft's. Es hat den ganzen Tag geregnet und der Idiot rennt hier wieder mit seinen Scheißdingern rum. Ihr wisst, ohne Chipsiletten. Läuft bei El Gypsies nämlich gar nicht. Du machst das sehr gut und konzentriert. Das gefällt mir. Ich hoffe, der schwimmt nicht deine Routen hier. Ach, wo? Versuchen schon ein bisschen umzulenken, Herr Kumpels. Der will nicht so. Ja, irgendwann schwimmt er mal rüber. So, gut. Wir drillen jetzt erstmal kurz und dann melden wir uns, wenn wir hier vom Ufer haben. Bis gleich. Leute, da kommt der El Gypsies, der drillt schon schön. Jetzt sind wir mal gespannt, wir haben schon gesehen, ihr auch. Wir müssen einnetzen. Ja, den netzen wir gleich. Jetzt schön ruhig. Da kommt er, Leute. Alter, was eine dicke Murmel. Und da ist er drin. Ey, krank. Eine schöne dicke Murmel. Krank. Schönes Ding. Alter, hast du den wieder abgelogen, Jackie? Geil. Guckt euch den Karpfen an. Alter. Was ein dickes Teil. Die macht's möglich, Jungs. Ey, wir sind das erste Mal wieder auf Karpfen draußen, seit lang. Krank, Alter. Krasser Einstand. Sehr geil. Guckt euch den Fisch an. Geiles, geiles Gerät. Boom. Nice. So, Jungs, guckt euch die Maschine an. Ey, das sieht aus wie ich. Was für eine fette Maschine, Mann! Gypsy-like. Wir haben gerade angefangen. Ich
drehe schon wieder durch hier. Was ein Teil. Guckt euch diesen Karpfen an, Jungs. Mega. Verrückter Kerl. Petri. Ey, Jackie, ich bin schon. Alter, was ein geiles Vieh. Guckt euch das Schiff an, Mann. So, Jungs, so eben ist der nächste abgelaufen. Oh. Oh. Guckt euch diesen Fisch an. Richtig lang. Nicht so fett wie der erste, aber okay, der ist schon ein bisschen fett, oder? Der ist ein Ticken schwerer. Der ist ein Ticken schwerer. Richtig geiler Fisch, Jungs. Was ein Büffel. Ey, so kann's weitergehen. Nice, Mann. Verrückt. Schönes Ding, Petri, Mann. Danke, Portner. Was ein Schiff. Oh, was ist mit deiner Sicht los, Jackie? Alter, was für ein Kavenz, Mann. Alter. Lang mal wieder kaufen. Ja, schönes Teil. Der nächste Fisch. Ey, was ist denn die erste Nacht hier schon los? Hier ist volle Eskalation. Guckt euch die Fische an. Der dritte Karpfen, der erste für Jackie. Richtig geiles Teil. Dickes Petri, Partner. Petrus dankt. Alter, und hier richtig geile Schuppen, wa? Mega. Mega Tierkumpel. Ja, danke. Geil. Jungs, da geht doch. Alter! Jackie! Game One! Oh. Wer ist der nächste, Jungs? Oh, der fühlt sich ganz schwer an. Nicht schwerer wie die anderen. Oh. Ja, mal schauen. Jungs, wir sehen uns, wenn er hier am Ufer ist. Drückt uns die Daumen. Dass der hier rankommt, der Junge. Auf jeden Fall fühlt er sich schwerer an wie die anderen. Und die anderen waren schon big. Oh, ich bin schon aufgeregt. Man merkt's kaum. Wir sehen uns. Der Kescher ist bereit. Ich hoffe, du kescherst nur ab. Nö. Ich werde schön den Haken ins Keschernetz rammen. Dann schüttelt er sich noch zweimal und ist weg. Weil deine Synapsen sind auch nicht mehr so die besten. Deine nach dem Sekt frühstückt. Und da kommt schon Blasen. Was kommt hier hoch, Jungs? Was kommt hier für ein Brocken hoch? Bam! Ich würde sagen, den haben wir uns geholt und eingenetzt. Petri. Jungs, guckt euch den Fisch an. Es läuft und läuft und läuft. Es reißt nicht ab und das alles instant. Das ist wirklich so krass. Fette Mumpe, Alter. Die Dicken wollen halt zu den Dicken. Da hast du recht. Die Dicken, die wissen halt, wo es schmeckt. Nämlich beim Fetten, weil der ist nämlich auch gerne. Geil. Richtig schöner Bauch, ey. Richtig geiler, makelloser Herbstbulle. Wir haben ja schon Anfang Herbst, war, kann man schon sagen? Ja. Mega. Nice. Ey, Jackie, was machst du denn hier schon wieder? Ja, schon. Hä? Mittagsschlaf. Was soll denn das? Du sollst doch nicht ruhen. Du bist ein elender scheiß Paparazzi. Paparazzi. Komm, wir müssen noch ein paar Karpfen fangen. Ja, na, dann fang doch mal. Naja, wenn du hier ruhst, da passiert gar nichts. Ich warte nur auf dich, dass du mal empfängst oder dass ich keschern kann. Na, aber ich will auch mal keschern. Du kescherst mir, das machst du, Alter. Du kannst gar nichts. Endlich sind wir mal wieder angeln. Guck dich das an, der liegt schon wieder hier und ach, ich... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du hast doch einen Schatten. Wo sind denn deine Synapsen hin? Alle weggefandert. Nein?
Wir haben heute gehobene Klasse gemacht, denn wir haben Sektfrühstück gemacht. So ist es. Oder? Weil er weggesackt wird. Wie fandst du das? Nicht gut. Nee, das muss man aber auch mal machen, wa? Natürlich. Das hat gleich, gleich Wirkung gezeigt. Direkt Karpfen gefangen. Stimmt, wirklich. Und was machst du hier? Fußpilz. Wie Fußpilz? Hast du eine Meise oder was? Du sollst die Chipsiletten hier, guck doch mal. Hä? Mach ich eine gute Figur? Schlappen, ja, dein Bauch, nein. Ey, du bist so aggressiv wieder zu mir. Deswegen haben wir uns 3 Wochen nicht gesehen, genau deswegen, weil du zu aggressiv bist. Oh, ey, du kannst dich wirklich mal rasieren, ey. Komm, mach mal auf hier deinen Schinken. Ja, zeig mal. Zeig doch mal. Was willst du? Digga! Die rechte! Oh! Wir haben einen ganz weiten Sprung gemacht, denn wir haben es jetzt schon Abend. Ey, Jackie. Schön durchgelaufen. Hat lange gedauert, du. Ey, lange war ruhig. Oh, 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 oh. Oh, der will's wissen. Wir sehen uns, wenn er am Ufer ist, oder? Ja, Alter. Eben. Jackie in Action. Mann, hat das lange gedauert, ey. Ist echt so. Jetzt richtig rund, weil die ganze Nacht war ja recht spektakulär. Ist immer wieder ein Fisch gefangen worden. Oder es hat halt immer wieder gebissen, so im Schnitt aller 2 Stunden. Und da dachten wir, heute früh hat dann auch noch einer gebissen. Dann dachten wir, jawohl, es geht bestimmt heute den ganzen Tag so weiter. Und dann gar nichts. Seit heute früh nichts. Jetzt haben wir es ganz spät Mittag, schon mehr frühen Abend. Ist so 17 Uhr, glaube ich. Ja, um 5, halb 6. Und jetzt noch ewig langer Zeit mal wieder ein Biss. Jackie, was kommen denn hier für Blasen? Hast du einen Biber dran? Am Ufer macht er noch ein bisschen rum. Der will nicht ins Netz, der Kollege. Muss ich noch nicht zeigen. Steht hier vorne schön drinne. Boom! Get in! Yes! Geil, Kumpel! Hier ist er. Was die für einen Nacken haben, Wahnsinn. Krank. Hier ist er heute. Richtig nicer Fisch. Guckt euch, Teil. Guckt euch diesen Schwanz an. Deswegen hat er übelst Rabatzi gemacht. Was für ein Paddel, ey. Nicht ganz so groß wie die anderen vielleicht. Geschätzt irgendwie so 11,5 Kilo. 12. 11,5. Aber muss man erstmal fangen. Richtig geiler Fisch, ja, Kumpel. Geiles Ding. Nice. Nice one. Top. Kann weitergehen. Yes. Krank, ey. Nice. So, El Jackos, zeig mal deine Erfolgsköder bzw. Rig bzw. Montage. Genau, also gibt ganz verschiedene, gibt viele verschiedene, kann jeder so angeln, wie er will. Ich erkläre euch jetzt, warum ich jetzt hier so angel. Gypsy angelt ein bisschen anders, weil er eine andere Stelle hat. Ich angel im Schlamm, bzw. bei mir ist es sehr sedimentreich. Von daher nehme ich entweder Helikopterrig, seht ihr hier. Oh. Oh. Einer. Rohrpiepser. Genau. Ja. Helikopterrig kennt ihr wahrscheinlich. Dann dreht sich das so hier oben drauf. Wie halt so ein Helikopterpropeller. Genau. Und wenn der Fisch dann schwimmt, dann kommt das Blei. Und ja, das Blei ist einfach, wenn das aufkommt, so zack. Jetzt sag ich mein Sediment rein und das Vorfach legt sich dann halt so ganz normal oben drauf. Genau. Oder ihr angelt halt einfach mit Safety Clip, ist am Ende genau dasselbe. Ja, dann zum Vorfach auch nichts Weltbewegendes, in dem Fall Blowback Rig, ganz normal, kann man auch alles mögliche andere angeln, das ist beliebig, je nach Geschmackssache oder Faulheit. Also bei dir Faulheit? Ja, so, ich habe das jetzt halt fertig gehabt noch und so und scharf und ja, genau, da kommt jetzt hier ein 24er drauf. 24er Boilie als Schneemann quasi, getoppt mit einem Poppy noch. Mit einem Popper-Topper.
Genau. Das gleicht das alles ein bisschen aus, vom Gewicht her und so weiter und so fort. Kann der Karpfen besser einsaugen? Genau, fliegt das noch leichter rein. Und ja, da die Fische ja schlau sind, werden wir jetzt mal so unauffälliger Korinköder machen. Ja, wie gesagt, ist am Ende alles auch ein bisschen Glückssache, aber man muss halt ein bisschen ausprobieren und durchprobieren. Genau. Nachts ist dann wahrscheinlich eh egal. Aber ja, wir werden es einfach mal so probieren, wie es ist. Ich würde es auf jeden Fall fressen. Genau. Das kannst du wissen. Dann hängt man das bloß hier rein. Schackruf. Und so ist eigentlich auch verhalterungsfrei. Genau, in der Regel ist das verhalterungsfrei. Ja. Oh, Sprille hier. Kriegst du es hin, Opi, oder soll ich es machen? So, und dann war es das schon, die ganze Sache. Du fliegst raus? Du fliegst raus und beschert uns im besten Fall noch einen Karpfen. Nice. Ey, Jackie, was ist denn jetzt los hier? Jetzt geht's los hier. Alter, jetzt geht's richtig rund. Jetzt haben die richtig Knast, die Jungs. Was, Alter? Ey, jetzt haben die richtig Knast, die Jungs. Oh, was ist mit dem los? Hä? Ist noch dran? Ja. Oh ja. Ja, jetzt so ruhig mal rasieren können fürs Video, echt mal. Zeit, ich bin ein Penner. Alter, ist ja los, hier Hirsch, oder? Ja. Ey, was ist denn jetzt los? Jetzt ist Beißzeit wieder, oder was? Die andere noch nicht mal drin, jetzt wird er los, ja. Krank. Ich mache jetzt meine Routen auch neu. Alter, ey, Jacko, ist der Kaschti sich jetzt abends nochmal? Jetzt geht's rund. Du alter Karpfenhunter! Die Rolle hättest du auch mal ölen können. Ach, die hört sich ja an. Das ist meine Kaffeemühle. DDR-Route oder was? Rolle meine ich. Na, sind wir mal gespannt. Wir müssen erstmal wieder einen Kescher aufbauen. So ist es. Bäm! Drin ist so. Eingenetzt, würde ich sagen. Sehr schön. Geil, Kumpel. So Leute, nächster Fisch. Das ist eine kleinere Kategorie, aber dafür ein hübscher. Dazu gut. Richtig geil, ey, die Karpfen, die fangen jetzt wieder an zu laufen. 7-8 Kilo vielleicht. Tipptopp. Auf jeden Fall schon eine krasse Session, Kumpel. Sehr nice. Jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal schnell die Ruten wieder rausdonnern. Vielleicht sind die jetzt auf dem Platz. Geil. Wir werden mal schnell verorzen und dann sehen wir uns nachher nochmal. Yes! Jackie! Geil! Was ist denn? Jetzt geht's raus. Ich bin schieße ich jetzt mit Leichtigkeit schön auf meinen kurzen Spot. So ganz leicht angehauchten Sprühen hoch. Jackie, nimm hoch! Hoch? Oh, was wartest denn du? Der ist doch schon dran, oder? Auf Weihnachten. Das war doch ein Run. Running Gag. Oh, der hängt, würde ich sagen. Warten auf Weihnachten. Deine linke läuft jetzt. Oh. Alter, was ist mit denen los? Jungs, der nächste Biss, was ist hier los? Ey, wir haben geguckt, es wird richtig kalt heute. 6 Grad werden es heute. Ich habe keine Zeitheizung mit, ey, wir müssen kuscheln heute Nacht. Das ist ein Digger. Das ist ein Digger, Digger. Oh, ey, da würde ich mich so freuen. Guck mal, da rechts ist ein Flugzeug. Digger, das ist ein Digger. Was er ihn wieder gebissen hat? Schön langsam, genau so. Schön langsam. Jackie sagt immer, die Karpfen, die langsam beißen, das sind Dicke. Mach schön ruhig. Bin so aufgeregt. Jungs, wir sehen uns an der Matte oder beim Keschern. Ich muss erstmal die große Lampe holen jetzt. Oh, geil, Alter, es läuft. Jackie, führen rein.
Gypsy in der Schnur. Ja. Oh, wir haben einen, Jungs. Oh, jetzt muss ich die Kamera kurz mal. Oh, war da meine Schnur neben? Oh, der ist schön. Klein. Oh, was heißt klein? Der ist doch nicht klein. Der ist mittel und fett. Jackie Petri. Ich weiß gar nicht, der 9. Fisch oder 10. Ey, lass mich nicht hängen. Lass mich nicht hängen, Kumpel. Yes, Mann. Werden wir euch gleich zeigen. So, Jungs, hier ist er. Richtig schöner, kompakter, fetter Karpfen. Ja, 10 Kilo Fisch. Oh. Ja, legen auf der Matte. Da liegt er gut. Jackie? Leute, ihr habt ihn gesehen. Dickes Petri, mein Freund, das läuft jetzt weiter. Schönes Ding. Die haben jetzt deinen Spot angenommen. Ja. Schönes dickes Schweinchen. Geil, so kann es weitergehen. Ja, Leute. Nächster Fisch. Oh. Richtig schöner Fisch. Oh, ordentliches, massives Schwein, oder? Oh. Und es ist kalt, ey. Ich friere mir einen Ast ab hier. Alter. Perfekter Scheiß, ist das schwer. Geil, Partner. Mir oh. Ja, dieselbe Route, wa? Ja. Nice. Petri. Ja, Leute, nächster Fisch. Ist ein dicker Banger, oder? Bei dem letzten haben wir uns ein bisschen verschätzt. Der war doch ein bisschen größer. Der hatte knapp 19. Richtig geile Kugel. Jetzt läuft der linke Spot an. Ja? Läuft, Kumpel. Verrückt. Das ist der einzige Spot, der noch läuft, gefühlt. Aber jetzt kannst du mal wieder ein bisschen weniger laufen, weil... Also, wir wollen mal pennen. Wir müssen mal ein bisschen ruhen. Dickes Petri, mein Freund. Genau, Petri. Guten Morgen, Sonnenschein. Ja, Jungs, der nächste für mich ist abgelaufen. Richtig geiler, kleiner, kompakter Spiegler. Ich hatte vor einer halben Stunde noch einen Schlitzer. 18 Stunden lief bei mir gar nichts. Und da habe ich ein bisschen was verändert, der Rix kleiner gemacht. Und einen anderen Boilie mal genommen. Und schwuppdiwupp, hat es funktioniert. Jackie hat noch ein bisschen geruht. Und ich habe mal alles verändert und jetzt auf immer... Läuft's. Zwei Runs. Wir haben noch 2-3 Stunden. Mal gucken, was noch so geht. Auf jeden Fall war es eine richtig krasse Session. Nice. Oder, Jackie? Ja, Alter. Richtig geile Karpfen. Schöne Fische auf jeden Fall. Gibt's nicht zu meckern. Von allem was dabei. Die werden wir jetzt schnell verarzten. Genau. Und dann sehen wir uns. Nice. Was ist denn jetzt hier los? Hier ist ja Remy Demi angesagt mit deinem Petri-Hut. Oh, El Checos. Was machst du da jetzt? Rückwärts kurbeln? Du sollst ihn da reinholen. Gassi gehen. Du kurbelst rückwärts, warum denn? Weil ich vorwärts nicht kann. Du lässt ihn ja weiter raus. Ey, jetzt läuft's auf immer. Krank. Oh, der will, wa? Lass mal fressen lassen. Dann hau ich an. Willst du ihn erstmal. Nee, das war erstmal jetzt der Anfasser. Oh, hast du ihn? Hook it. Leute, volle Eskalation. Hier haben wir schon den ersten drin von mir gerade. 9 Kilo vielleicht. Jetzt stehe ich im Dreh. Was ist hier los, Jungs? Was ist hier los? Es ist völlig krank schon wieder, was hier los ist. Gerade der Fisch hier vorne. Ich habe gedacht, Jackie, sein Fisch ist hier drin und auf einmal läuft die Jules ab hier. Ich weiß nicht, was mehr. Also, Jackie, keine Ahnung. Jetzt geht's rund. Warum geht denn das heute rund und nicht gestern? Weiß ich auch nicht. Oh. Fisch hängt drin. Ach nö. Jungs, wir melden uns, wenn er draußen ist. So, Jungs, nächster Fisch. Ich hab meinen raus. Jackie, seiner ist noch ein Kescher. Was eine Session, wir können es 1000 Mal sagen. Wir sind einmal wieder draußen. Da ist gleich wieder Eskalation angesagt. Jackie wird gleich seinen Fisch zeigen. Den werden wir schnell verarzten. Die Route muss schnell wieder rein, weil die Fische scheinen auf dem Platz zu sein. Geil. Einfach nur geil. Geiles Angeln. Petrus. Danke, Partner. Nice, schöner Korb. So, Jungs, nächster Fisch. Jackie, sein am Kescher. Genau. Habt ihr schon gesehen? Was ne Session. Übelst geile Perlenschuppen. Es läuft. Echt mega Fisch. Sehr geil. Dickes Petri. Wir haben vor Ort fix. Dann kommt die Route nochmal rein für eine Stunde. Genau.
Boom! So, Jungs und Mädels. Ja, Jackie, dein Petri-Hut, klapp den mal hoch, du Hippie. Du Hippie. Ja, wie ihr gesehen habt, wir haben ein richtig geiles Wochenende wieder verbracht. Es ist wirklich lange her gewesen, dass wir mal Zeit gefunden haben. Mal sehen, wie es die nächste Zeit wird, weil wir haben nicht immer zusammen Zeit, leider. Manchmal angelt Jackie auf andere Fischarten, hat er mehr Bock, ich habe auf andere Fischarten Bock. Und wenn wir da ein Video drehen zusammen auf eine Fischart, dann sind wir halt nicht authentisch oder wir sind halt nicht so, wie wir dann sind. Genau. Dann müssten wir uns verstellen und das wollen wir nicht. Dieses Wochenende haben wir uns mal für Karpfen entschieden, weil wir da Bilder so gesagt haben, ja okay, komm. Wir waren schon ewig nicht mehr. Genau, und das Wetter war jetzt auch nicht so unbedingt. Und ich kann körperlich nicht ganz so zur Zeit zum Spinnangeln und so weiter. Und da haben wir gesagt, komm, machen wir einen Ansitz. Und da wir jetzt schon viel auf Aal und Co. waren, dachten wir, komm, machen wir mal wieder Karpfen. Und ja, war auf jeden Fall erfolgreich, hat gut geklappt und hat auch Spaß gemacht. Das auf jeden Fall. Weil du sagst körperlich, der Junge neben mir, der ist einfach zu dumm zum Fußballspielen. Vor allem ohne Fremdeinwirkung, das muss erstmal einer schaffen. Da kannst du mal sehen, dass du 2-3 Umwindungen zu wenig hast da oben. Aber ist ja egal, Hippie. Ja, es war wie gesagt ein richtig geiles Wochenende. Wir konnten richtig schöne Fische fangen. Jackie mit seinen knapp 19 Kilo Fisch, das war natürlich das Highlight. Die Nacht war es richtig kalt gewesen. Ich habe so gefroren. Ich glaube, die Kameraführung, die war ein bisschen so hier die ganze Zeit. Und dann würde ich sagen, wir sind raus. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, so verpasst ihr keinen Video mehr und schreibt gerne einen Kommentar da. Genau. Und hast du noch was zu sagen? Naja, wie immer. Petri heilt die Fische und scheiß nicht ins Nest. Genau, bis nächsten Sonntag. Haut rein. Offene Fanta. So ist es.